Politik. Naja, also im Februar des Jahres 2022 hatten wir die Probleme nicht, die exakt am 13. März 2022 jetzt gestartet sind und jetzt sich im August 2022 finalisieren in eine Katastrophe, die uns im Oktober 2022 am Schädel fliegen wird. Es ist Faktum, Herr Dr. Bornmeiner, wenn man hier drinnen sitzt und sagt, Nord Stream 1 gehört gesperrt, darf man sich nicht wundern, wenn durch Nord Stream 2 gehört gesperrt, wenn das durch Nord Stream 1 kein Gas mehr durchkommt und durchs 2er sowieso nicht. Man darf sich nicht wundern, wenn man dem Herrn Putin sagt, also ich erkläre es Ihnen noch einmal, wir müssen 6 Wirtschaftssanktionen-Pakete gegen Russland verabschieden, weil wir müssen Putin stürzen. Also wir müssen diese revolutionären Kräfte in Russland damit ermutigen und binnen weniger Wochen wird es uns gelingen, Putin zu stürzen. Hat wer gesagt? Putin sitzt so fest im Sattel wie noch nie. Gesagt, wir müssen 6 Sanktionspakete auf die Reise schicken und ihnen den McDonald's zudrehen, weil wenn der McDonald's in Moskau nicht mehr offen hat, dann wird es zu Volksaufständen kommen. So. Hat nie jemand behauptet. Der feiert den Tag der Marine. 100.000 Leute sagen und sagen, die russische Wirtschaft ist am Ende. Wir haben 6 Sanktionspakete auf die Reise geschickt, weil es heißt, binnen eines Monats wird die russische Wirtschaft krachen. Die Oligarchen werden ihn wegrammen, den Putin. Und wir werden an eine Zeit nach Putin denken. Jeder deine These ist, die Sanktionen sind komplett in die Hose gegangen. Der Putin sitzt im Kreml und singt Kakaling, Kakaling. Winston Churchill hat einmal was Richtiges gesagt. Schätze die Dummheit deiner Feinde, denn sie sind deine größte Chance. Wladimir Putin denkt sich gerade im Kreml, ich schätze die Dummheit des Herrn Scholz und von der Frau von der Leyen und des Herrn Nehammer, denn sie waren meine größte Chance. Der feiert dort gerade mit Krimsekt und ein bisschen Kaviar von seinem Stör. Super. Und sagt, mit solchen Idioten wie in Europa, da kannst du den Kreml gewinnen. Mittlerweile bin ich ja der Meinung. Weil wir gerade beim Kollaborateur waren, beim Herrn van der Bellen. Die größten Kollaborateure des Herrn Putin heißen von der Leyen, Nehammer und Scholz. Denn die machen in Wahrheit die Drecksarbeit zur Spaltung Europas. Du sagst